Nach dem Schwingfest bei den Zwillingen daheim. Adrian hat jetzt ein Zweigli mehr in seiner Sammlung. Im Sommer ist fast an jedem Wochenende ein Schwingfest. Da haben die Schwinger noch manche Chancen, ein Zweigli zu gewinnen. Jetzt dürfen die Kühe raus auf die Wiese, wo die Zwillinge zusammen eingezäunet haben. Es sind nicht alle Kühe gleich schnell. Es ist gegen die Hinterste. Ausser, wenn sie jetzt ein Stall wird, dann ist sie aber fast die Erste. Sandra ist mit dem Philipp, seinem Bruder, am Traktor fahren. Am liebsten würde er noch selber am Steuerrad sitzen. Also man darf ab 14, wenn man Traktorprüfung hat, dann kaufen. Es wäre jetzt schon cool, einfach da ein bisschen Traktor fahren und so. Aber es braucht halt auch Übung mit der Kupplung drücken. Das hat doch etwas hart und ich bin auch ein kleine Moment, ich fahre nicht zum Gasachen. Aber es ist gleich lustig, wenn ich so komme auf einem Traktor. Bis er in ein paar Jahren selber darf Traktor fahren, übt der Sandro schon mal mit dem Stapler. Der darf er nämlich fahren bei ihm auf dem Hof. Am Anfang war es schon noch etwas kompliziert. Und die Steuerräder, also weil die Räder, die steuern, hinten sind und nicht vorne. Also ich tue jetzt alten Käse für die Säusuppe von der Säu. Braucht es das und das tue ich jetzt dort her. In diesen Kisten ist das Futter für die Säu. Die haben Hunger und warten schon auf ihr Fressen. Das heisst, der Sandro macht jetzt eine Suppe für die Zäune. Also nicht er selber, sondern der Computer steuert das Ganze. Das ist alles technisch. Das kann man hier anlassen und dann fährt es an, den Zäune zu fahren. Und ja, schon noch viel Technik eigentlich. Das lasse ich mal an. Das tut es dann. Ich kann vermischen hier eine Suppe aus altem Käse und altem Brot. Und das ist alles eigentlich. Und dann geht das den Röhren und bei den Säuen in die Droge. Und das können sie dann fressen. Der Fabio hat neben dem Schwingen noch eine andere grosse Leidenschaft. Er tut Reiten. Das Ross, das er ausgewählt hat, kennt er schon ganz lange. Es ist sein Lieblingsross, der Quattro. Er hat einfach so einen Charakter, der zu mir passt. Und ich tue gerne springen und er macht es auch gerne. Dann so, das Dänisch gesagt, so. So auf dem Reiten. Dann habe ich noch. Dann sind, was ich Dänisch auf dem Bein geritten, wollte ich nicht mehr reiten. Ja. Du bist auch so. Gell? Er hat auch immer schön. Das habe ich gerne. Tross immer so hüsterig Tür. Das hasse ich.
Alle zwei Wochen kommt er hier in die Reitstunde. Ich tue eigentlich seit ich klein bin, als auf der Welt bin. Ich würde sagen, Mama ist angefressen, ich bin angefressen und die Halbschwester ist angefressen. Für Fabio ist das Reiten fast genauso wichtig wie das Schwingen. Er könnte nicht sein ohne den Quattro. Er bietet mir auch viel. Was er immer so lieb ist, was er. Das braucht auch noch viel. Er muss zu mir Vertrauen haben, zu ihm. Braucht man schon ein bisschen Zeit. Da muss man zuerst immer ein bisschen streicheln und zeigen, ich mache da nichts, ich will die Freunde sein. Ja, das macht mir auch noch Freude. Am liebsten springt er mit dem Quattro. Sein Traum ist es, mal an einem Concours teilzunehmen. Da, wo er in die Reitstunde geht, ist er der einzige Bub. In seiner Klasse gehen die meisten Buben nicht schutten. Da ist der Fabio schon ein bisschen die Ausnahme mit seinem Hobby. Ich bin der Einzige, ja. Es ist mir eigentlich gleich, was die sozusagen schnurren. Sie sagen einfach, ja, das ist sicher ein Mädchensport, das ist ein Mädchensport. Da denke ich auch für mich, wenn du einmal auf einem Rosssack bist, dann sagst du auch, oh, darf ich einmal reiten. Wenn er sich aber entscheiden müsste, reiten oder schwingen, dann wäre für ihn der Fall klar. Das Schwingen ist ihm dann gleich noch etwas wichtiger. Im Reiten bringt es nie so viel. Im Schwingen muss man auch mehr Leistung herbringen. Im Reiten ist es schon etwas anderes. Man muss ein Ross machen, nicht ich. Hallo. Tschüss. Tschüss. Bis in zwei Wochen. Der Fabio sieht sein Lieblingstier nur genau 14 Tage. Beim Fabian ist das anders. Er geht eigentlich jeden Tag zu seinen Lieblingstieren. Die wollen nämlich gemolken werden. Und weil der Fabian lieber bei den Kühen ist als der Adrian, erledigt er das meistens mit dem Vater zusammen. Also ich putze die Striche und dann die erste Milch rausnehmen, die ist in den Strichen. Und die ist eben noch nicht so gut. Und ich tue sie hier drin, dass man sieht, wenn sie zigert, dass man sie gerade in Kessel melken kann. Nach dem Putzen ist sein Vater an der Reihe. Also, jetzt muss ich wieder warten, dass ich dann zur nächsten Kuh kann. So läuft das beim Melken. Komm. Der Fabian macht heute schneller vorwärts. Er muss nämlich noch etwas Wichtiges erledigen. Für die Viehshow, die in ein paar Tagen ist. Also, der stellt mir eigentlich Kühe zum Schauen aus. Und dann werden die punktiert. Mein Lieblingstier ist eigentlich eine Kuh. Darum bin ich eigentlich dort auch gerne dabei. Das Mal ist er nicht nur einfach aus Zuschauern dabei, er will gerade selber eine Kuh präsentieren. Welche das ist, entscheidet er nach. Zuerst müssen sie jetzt aber mit der Milch in die Käse.
geht hier drin. Ein Automat zählt, wie viele Liter sie abgegeben haben. So, können die Röcke rausziehen? 259. So. Und da kommt schon der nächste Spur mit seinen Kesseln. Zurück in den Stall. Der Fabian muss einen wichtigen Entscheid fällen. Zwei vom Sandro warten auf ihr Fressen. Das macht so psch. Dann kommt es dort aus den Röhren und dann können sie den fressen. Jetzt gehen sie schon warten. Das war der Ton, wo alle Säue darauf gewartet haben. Und mein Vater kann auch auf dem Handy ein SMS schreiben und er füttert die Füttern. Und es schreibt meinem Vater auch ein SMS, wenn etwas eine Störung ist oder etwas kaputt. Hey, laufen! Nach der Säu kümmert sich der Sandro um die Kühe. Die müssen alle in den Stall zum Melken. Komm! Nein, Zissi! Du musst da drüber. Und die da hier ist jetzt, hat die falsche Stallwelle. Das ist immer ein bisschen bei der. Das ist auch, sie hat gerade zuerst mal gekalbert. Darum würden sie auch lieber ihr Kälbchen besuchen, statt an ihren Platz. Der Sandro möchte später mal Bauer werden und zusammen mit seinem Bruder den Hof vom Vater übernehmen. Er hilft gerne im Stall, auch wenn es anstrengend ist. Ja, schwitzen manchmal ist schon ein bisschen das Training in den Armen. Die meisten Schwinger leben auf einem Bauernhof. Und das macht eigentlich viel. Der Sandro gehört in seinem Jahrgang eher zu den kleineren Schwingern. Aber genau das hat auch seine guten Seiten. Aber der Vorteil ist, viele Schwinger unterschätzen mich. Und so kann ich angreifen. Eigentlich an einem Schwingfest, wo ich mit zwei gemacht habe, letztes Jahr, hat einer so vor beim hinteren Pultli hat so er gesagt, den Kleinen nehme ich und so. Dann habe ich ihn gleich genommen. Und dann ist aus dem Platz raus, hat nicht mal die Hand gegeben, hat noch müssen. Und dann ist er gleich rennen, wo er gemeint, er nimmt mich einfach. Lau, du musst nicht sein lassen, mehr abschiessen. Das hat sie manchmal gern. Aber ich glaube, die hat es nicht so gern. Wow. Ja, jetzt hat es keine Milch mehr. Ja, ich weiss, du willst noch ein bisschen. Aber sonst hast du nicht den dünnen Schiss. Das ist dann nicht gut. Also Fabian, wir müssen noch Kühe anmelden für die Frühlingsshow. Du kannst mir heute Vorschläge sagen. Und ich sage dir ja oder nein. Ja. Die Frühlingsshow ist eben die Viehshow, wo die besten und schönsten Kühe der Region bewertet und prämiert werden.
die Kuh, die gewinnt, ist so quasi die Schönheitskönigin vom Dorf. Der Fabian muss jetzt eine Auswahl treffen. Er entscheidet zusammen mit seinem Vater, welche Kühe dass sie an Viehshow ins Rennen schicken wollen. Also, was findest du an dieser Tag gut? Das Utter finde ich noch schön bei dieser. Ja, was schaust du als nächstes? Das Bein. Das Bein, haargenau. Also, das Bein ist bei dieser ganz gut. Ja, die hat ganz ein super Bein. Und der Körper ist auch noch gut. Der Körper ist gut. Schöne obere Linie. He? Ja. Gutes Becken. Die hat ein bisschen Necki im Bein. Dort ist Isabella viel besser. Die steht schon korrekt gerade an. Ja. Meine Favoritin von uns ist für mich die Isabella. Das ist die. Der Körper ist ganz gut hier und das Becken ist auch noch gut. Sie hat eine schöne Beaderung, ein gutes Zentralbein hat sie noch hier. Und darum ist sie für mich die Favoritin. Ich würde mir wünschen, dass sie eine Viehschau auf den Podestplatz rausholt. Dann müssen wir gleich die Kühe noch anmelden. He? Ja. Oder wieder zwei Durchschreiben. Fabian kann dir diktieren. Also, dann 120 Punkte. Schreibt doch etwas schöner. 0776. Die Kühe, die sie jetzt ausgewählt haben, wollen sie der Viehshow präsentieren. Die, die wir besprochen haben und der Vater gesagt hat, ja, die kommen in Frage, die haben wir jetzt aufgeschrieben. Und darum denke ich, das ist eine gute Wahl.